My nova Neka trailer. Do you know this SSAB? SSAB. Hardox. Yeah, Hardox. Okay. Wow! The new string 700. Yes, very good. All kind of support number. Höchstwertigster Stahl, Klunterbude ohne Ende. Okay, we go. The working room. Ah, Neka, ein typischer offener Dreiachs. Ich hätte gesagt, Pritschenträger mit entsprechenden Stahlbordwänden, wo die alles mitfahren. Chassis welding machine. Yes, okay. Da kommt der Schweißroboter, das ist die Trägerschweißmaschine. How old is the building here? We moved it at home, literally. Last year, okay, eine nagelneue Halle. Man sieht es auch an den Krananlagen. Hier haben wir einen Tieflader mit Radmulden. Vor echte Lorbeertriebe, vor Italien Wattes. Yes. Hier liegen fertig geschweißte Träger. Man sieht die ausgelederten Löcher für die Querträger zum Durchstecken. What is the difference between Nova and Neka? Neka is the local brand, Nova is export brand. Jetzt habe ich dir gesagt. Was hat er gesagt, wie viel produziert er hier? 300 im Jahr? 100 bis 400 pro Stück. Per Jahr. Okay. Hauptprodukte sind, wie gesagt, Tiefbett, Tieflader und diese typischen Stahlpritschen, Kipper. Was auch neben Kipper sind, da sehe ich vorne, wo dann der Hydraulikzylinder hinkommt. Also Neka ist für Lokale, der lokale Name, und Nova, wie man sagt, ist für Export, die Marke. Our Expert. Expert. The new generation. Lohnkostensenkung durch Kinderarbeit. Saubere Schweißnähte.
hand resting and painting assembly area. After just some products. The painting is where? Painting is here. Here? Yeah. Ah, yes, okay, you say it. Wir sind die typischen türkischen, also für den inländischen Markt, Neker. Was die anderen fast aus ist, sie Export machen, macht er hier viel Produktion auch für die Türkei. And this trailer go to Italy? Yeah, this is called the better scrap people. Scrap. You know, best people are scrap people. Scrap. What? Go in which area? Check. Country? Bulgaria. To transport steel. Da wieder die türkischen Produkte, Neta. Hier Exportprodukt mit SAF-Achsen, mit dem Branding Nova. Bis später, Enak.